Hallo zu einem neuen Video. In diesem Film zeige ich, wie ich mir zwei neue Meerforellenköder baue. Und ich kann es vorwegnehmen, wie ich finde, sehen sie am Ende wirklich klasse aus. Vor kurzem habe ich in einem anderen Video gezeigt, wie ich mir aus HPL-Schichtstoffplatten zwei Hechtköder gebaut habe. Ich war wirklich zufrieden mit diesem extrem stabilen Material. Hier sieht man, das hält wirklich eine Menge aus. Das Material ist so hart, dass man es nicht schnitzen kann. Man muss also vorher wissen, wenn man was bauen will, dann muss man schon schleifen. Da ich die Bohrungen für die zwei Ösen des Köders vor dem Schleifen machen möchte, zeichne ich mir hier als erstes mal die Mitte an. Vorher muss ich natürlich auch festlegen, wie lang meine Köder werden sollen. Danach kann ich mit einem 2,5 mm Bohrer genau dort ein langes Loch reinbohren, wo später die Öse sitzen soll. Meine zwei Köder sollen hinten abgerundet und vorne etwas spitz zulaufend auf die Mitte meines Bohrloches aussehen. Die Köder sollen unterschiedlich lang und auch unterschiedlich schwer werden, deswegen habe ich einen 11 und einen 12 cm lang angezeichnet und kann nun anfangen, die Teile in Form zu bringen. Komplett mit der Hand schleifen wäre mir bei diesem harten Material viel zu aufwendig, deswegen benutze ich hier so ein Band-Tellerschleifer. Dieses Kombigerät habe ich mir vor längerer Zeit mal angeschafft. Das hat gar nicht viel Geld gekostet und erleichtert einem wirklich die Arbeit. In der Videobeschreibung verlinke ich mal dieses oder ein ähnliches Gerät, weil da lohnt sich die Anschaffung wirklich. Wer öfters mal Wobbler oder Jerkbaits oder hier solche kleineren Köder bauen will, der bereut das nicht, wenn er sich sowas mal anschafft. Kostet nicht die Welt und erleichtert einem so dermaßen die Arbeit. Auf der anderen Seite der Maschine befindet sich der Tellerschleifer und hier kann ich jetzt versuchen, meinem Werkstück so langsam aber sicher eine runde Form zu geben. Man kann erkennen, da fällt jede Menge Staub an, das sieht man hier durch die Gegend fliegen. Auf der Unterlage sieht man Staub, deswegen trage ich bei dieser Arbeit natürlich eine Atemschutzmaske. Die Körperform soll komplett rund werden in der Länge, deswegen muss ich jetzt darauf achten, dass ich meinen Bohrlöchern nicht zu nahe komme, die sollen da bleiben, wo sie sind, in der Mitte. Wer keine Werkstatt hat, so wie ich kann das schnell alles wieder zusammenfegen, der sollte sich auf der Seite, wo der Staub hinfliegt, einen Staubsauger montieren. Einfach auf den Tisch schnallen und den Staub wegsaugen lassen. So langsam sieht man, was draus werden soll. Das war der Grobschliff mit der Maschine. Jetzt erfolgt der Feinschliff von Hand. Das muss natürlich sein. Soll ja auch ein bisschen vernünftig aussehen. Das kriegt man mit der Hand einfach ein bisschen besser hin. Obwohl, ganz ehrlich, 100%ig vernünftig arbeite ich eigentlich auch nie. Das soll funktionieren und mehr nicht. Jetzt sieht man auch, warum ich zuerst gebohrt habe, hier auf die Spitze, ein Bohrloch setzen. Kann sein, dass ich dauernd mit dem Bohrer abgerutscht wäre. So war es jedenfalls deutlich einfacher. ...16 und 14 Gramm, noch ohne Zusatzgewichte, ohne Epoxidharz und Drahtösen. Das wird am Ende wohl ganz gut passen mit dem Gewicht. Die Drahtösen stelle ich wieder selber her, dazu nehme ich 1 mm Edelstahldraht. Ösen bauen ist gar nicht schwer, man biegt sich eine Seite rund, dann schneidet man sich die richtige Länge ab.
Als nächstes spannt man sich den Draht mit der offenen Seite in einen Schraubstock, nimmt sich einen runden Gegenstand, so wie ich hier diesen kleinen Schraubendreher, und dann steckt man ihn oben in die Öse ein und dann dreht man vorsichtig den Draht immer in eine Richtung, bis er sich aufrollt und oben eine kleine Öse in der richtigen Größe entstanden ist. Achtung, nicht zu weit drehen, das sage ich zwar jedes Mal, aber der Draht würde sonst brechen. Fertig gedreht sieht das dann so aus. Die Drähte müssen jetzt nur noch auf die richtige Länge geschnitten werden und danach können sie eingeklebt werden. So sieht das gut aus. Jetzt eine ausreichende Menge 5 Minuten Epoxidharz anmischen und die Ösen dann wirklich satt einkleben. Da darf keine Luft mehr drin sein. Das Loch muss vollgefüllt sein bis oben hin und dann hält das auch 100%ig. Schnell arbeiten, 5 Minuten Epoxidharz. Nach dem Aushärten nochmal ein bisschen nachschleifen. Damit die Köder ein bisschen stabiler laufen und auch nicht so schnell die Wasseroberfläche durchbrechen, muss da noch ein bisschen Gewicht rein. Ich suche mir jetzt eine Seite des Köders aus und bestimme, dass das unten ist. Oben habe ich jetzt hier schon mal mit so einem weißen Folienstreifen, der auch beim Testlauf seine Bewandtnis hat, festgelegt. Und darunter, da kommen jetzt 3 kleine Gewichte rein. Ich habe jetzt bis zur Körpermitte mit 3 mm vorgebohrt und genauso tief bohre ich jetzt mit 6 mm das finale Loch. Damit die Meerforellenköder gut fliegen, habe ich hinten 2 Löcher gesetzt und weiter vorne nur 1. Jetzt schmelze ich mir Blei und gieße das als Gewicht in die Löcher hinein. Wenn jetzt jemand bleifrei angeln möchte, dann kann er natürlich auch ein Stück von der Edelstahlschraube abschneiden und das Gewindestück dort unten einkleben. Wo zu viel Blei ist, wird abgeschliffen und wo zu wenig Blei ist, wird ein bisschen aufgefüllt. Zum Auffüllen kann man ganz normalen Autospachtel nehmen oder ich habe hier einfach von dem Schleifstaub was genommen und das mit Sekundenkleber dort eingeklebt. Am Ende sieht's dann ganz gut aus. Bevor man seine Köder lackiert, sollte man eigentlich immer einen Testlauf machen. Das Lackieren ist ja nun wirklich völlig überflüssig, wenn der Köder gar nicht läuft. Die kleinen weißen Folienstreifen, die sollen jetzt oben sein und eigentlich kann man sich jetzt nur daran orientieren. Den Rest von dem schwarzen Körper sieht man eigentlich kaum. Im Wasser kann man jetzt deutlich erkennen, dass mein Folienstreifen tatsächlich oben ist. Das sagt mir, dass mein Köder stabil läuft. Und man kann ganz genau erkennen, dass er sich leicht hin und her bewegt. Und mehr soll so ein Meerforellenköder ja auch gar nicht machen. Moin! Moin! Nee, nee, ich habe einen YouTube-Kanal und baue meine Kunstköder selber. Aha, ja, das ist ja toll, und das zeige ich, wie man das macht. Ja, klasse. So, aber ich muss ja aber auch zeigen, wenn sie noch nicht fertig lackiert sind zum Beispiel, ja, dass sie funktionieren. Ne? So, die Blinker jetzt, so. Das ist zum Meerforelle-Angeln. Ja. Ja. Ne, der ist zum Meerforelle angeln, der hat 20 Gramm. 20 Gramm, 20 Gramm, ne? Da habe ich jetzt oben nur, weil er noch nicht lackiert ist, habe ich da so einen weißen Streifen, damit man jetzt sieht, was macht er im Wasser. Richtig, ja. Ne? Und unten ist sind ein paar kleine Gewichte drin, damit er die Position hält. Ne? Und er soll ja für Meerforelle wirklich nur so ein Ende unter der Wasseroberfläche. Hast du das Stahlvorfach noch dran oder nicht? Nee. Ich bin Meerforelle, du hast so ganz schön Lorbas in das Jahr. Ja. Du machst viel Glück da. Ja, danke. Vielleicht kommt da noch einer. Nee, da bloß nicht. Das will ich gar nicht. Ich habe keinen Kescher mit und nix.
Nee. Das waren sehr nette Leute, aber ein Stahlvorfach möchte ich zum Meerforelle angeln dann doch lieber nicht benutzen. Also läuft perfekt sogar. Nee, da braucht man gar nicht drüber schnacken. Das ist ein Absacken. So, und dann hole ich ihn ran mit einer normalen Geschwindigkeit. Und er läuft knapp unter der Oberfläche und man sieht den weißen Aufkleber, wie schön der sich hin und her bewegt. Jetzt noch einmal ein Wurf mit dem etwas schwereren auf mich zugedreht. Mal sehen, ob der genauso schön tänzelt. Das habe ich eben gerade noch gar nicht gemacht. Ich hoffe, man sieht das gleich. Den weißen Fleck, den weißen Strich auf dem Rücken. Wie er sich, ja, also perfekt. Ich hoffe, man hat es gesehen. Da kommt er und er bewegt sich herrlich. Super. So, fertig. Das war absolut erfolgreich. Super Köder werden das. Nach dem Trocknen, Entfettern und Saubermachen und dann kann das Lackieren losgehen. Das Material ist schon dunkel und ich sprühe jetzt nochmal mit Schwarz eine Grundierung drauf. Ich möchte ein schuppenähnliches schwarzes Muster auf meinen Ködern behalten, deswegen setze ich zwei verschiedene Netze mit Klammern auf die Köder. Um die kommenden Farben schön leuchtend zu erhalten, sprühe ich als nächstes mit weißer Farbe. Wenn man Netz gespannt hat, sollte man nicht zu viel Farbe aufbringen, lieber zwischendurch ab und zu mal trocknen. Wenn die Farbe etwas angetrocknet ist, dann kann man die Klammern vorsichtig abnehmen und das Netz runterziehen. Jetzt kann man sehr schön die schwarze Grundierung unter der weißen Farbe sehen. Die Klammern müssen natürlich an der Unterseite des Köders angebracht werden und diese Stelle sprühe ich jetzt nochmal weiß nach. Auf den einen Köder sprühe ich seitlich ein wenig Magenta auf. Und danach bekommt er einen blauen Rücken. Der zweite Köder hat seitlich ein leuchtendes Orange und bekommt hier einen grünen Rücken. Von meinem Testlauf weiß ich ja, dass mein Köder sich gerade hinten ein wenig bewegt. Deswegen habe ich hinten bei beiden Ködern so einen kleinen dunkleren Akzent gesetzt. Vielleicht lockt das ja so ein bisschen an, wer weiß. Beide Köder sollen schöne große Augen bekommen. Hier habe ich ein weißes Stück Folie ausgestanzt und setze hier mit einem Nagel und schwarzer Farbe eine Pupille auf. Der zweite Köder bekommt gelbe Augen und hier klebe ich auch die Pupille aus Folie. Hier teste ich mit einer UV-Lampe, wie die Köder denn so aussehen, wenn man sie anstrahlt. Beide leuchten hervorragend.
Zum Schutz der Farbe und damit sie richtig schön glänzen, bekommen beide Köder jetzt mehrere Schichten aus Epoxidharz. Das Epoxidharz muss man nach Herstellerangaben wirklich sehr genau mischen, dann ist das nachher auch wirklich ganz hart ausgehärtet. Was viele Leute auch falsch machen, ist, dass sie mit ihren Ködern zu früh zum Angeln fahren, weil die müssen wirklich komplett ausgehärtet sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden sie später trüb. Es genügt also nicht, wenn sich das Epoxidharz richtig hart anfühlt. Das ist dann immer noch nicht genug. Die müssen ein paar Tage liegen und dann können wir damit auch angeln fahren. So, genug klug geschissen. Ich hoffe, meine Köder gefallen euch. Wenn das so ist, dann lasst gerne einen Daumen hoch da oder abonniert sogar meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.